und endlich geht es weiter mit DMC Devil May Cry. Falls ihr gestern Fire Emblem geschaut habt, wir sind immer noch in meiner Nachtschicht-Aufnahmesession. Falls nicht, erzähle ich gleich ein bisschen dazu. Und wir beginnen die Mission. Arbiter ist ziemlich gut, Schilde zu durchbrechen. Wer ist denn das, die Axt? Ich eigne mich nicht mehr für Gewalt. Ich kann nicht fortfahren. Danke, Phineas. Es war kein wirklicher Gefallen. Ich will, dass Mundus vernichtet wird. Und jetzt glaube ich, dass du eine Chance hast. Was hat deine Meinung geändert? Du hattest recht. Du bist nicht nur wie dein Vater. Ich sehe auch deine Mutter in dir. Wenn du Mundus hart treffen willst, gibt es Folgendes. Nun, Mundus hat nahezu endlose Macht. Doch er hat eine Schwachstelle. Er hat eine Schwachstelle? Ja. Sein Weib, Lilith. Seine Schwäche ist seine Liebe für sie? Mundus. Liebe? Ganz sicher nicht. Dennoch ist sie für ihn vor kurzem zum wichtigsten Wesen der Welt geworden. Ich habe es gesehen. Lilith, sein Weib, wird sein Kind gebären. Seinen Erben. Du willst Mundus verletzen. Töte Lilith. Töte das Kind. Nichts wird ihm mehr wehtun. Doch sei gewarnt, Mundus Wut kennt keine Grenzen. Tausende könnten dabei sterben. Gute Jagd, Meister. So. Aha, wir spielen jetzt über Kopf. Okay. Wie ging das nochmal? Wir können gerade gar nichts anderes machen. Also können wir wahrscheinlich nur laufen. Laufen, laufen, laufen. Ich höre gerade auch nur, weil mein anderes Headset auch hinüber ist. Nur auf einem Ohr. Ich glaube, ich muss mir mal ein neues kaufen. Jetzt sind wir wieder richtig rum. Gut. Endlich habe ich deine Aufmerksamkeit. Dante, du hast immer nur Scheiße im Kopf, die ganze Zeit. So, hier lang. So, wie jedes Mal, wenn ich aufnehme, muss ich mich ja mal wieder in die Steuerung reinfinden. Ja, also, was es Neues bei mir gibt. Ich habe einen Job in einer Tankstelle angenommen und bereite mich gerade auf die Nachtschicht vor. Das heißt, die gute Caro Kitty hat mir den Tipp gegeben, ich solle den Tag vor der Nachtschicht einfach durchmachen. Okay, interessant. Und ja, ich habe mir heute schon New Moon und Eclipse angeguckt. Ja. Und auch noch ein bisschen Fire Emblem aufgenommen. Also hat mir empfohlen, die Nacht halt durchzumachen. Und ja, das mache ich gerade. Tiere sind schon ein wenig genervt. Ich hatte in letzter Zeit auch ein bisschen zu tun.
deshalb kam auch jetzt anderthalb Wochen nichts, aber ich habe mir gedacht, jetzt nehme ich wieder auf. Auch wenn ich XCOM bereits bis Part 51 aufgenommen habe. Das scheint wohl Bob Barbers zu sein und er verrichtet wohl Gottes Werk. Meiner Ansicht nach sind die Terroristen ekelhaft, menschenunwürdig, grausam, schmutzig, unzüchtig und allgemein wird mir vom Gedanken an sie übel. Der schlimmste von allen ist Dante. Die ganze Welt würde von seinem Ende profitieren. Mhm. Ich höre Dante gerade nicht. Vielleicht liegt es daran... Vielleicht hört ihr Dante. Ja. Ihr wisst, was ich will, oder? Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den treffen soll. Mhm. Also die Dinger leuchten. Ah, ich habe eine Idee. Aha. Moment. Nein, falsche Waffe. Vielleicht so. Ist er jetzt vielleicht angreifbar? Oh oh, schnell raus hier. Jetzt sieht es blau aus. Hm. Ah, der macht mich gerade so ein bisschen fertig. Bam, bam, bam. Mhm, nochmal? Okay, nehmen wir mit. Nein, doch nicht. Ah. Erstatte hierüber Bericht. Hier haben wir wahrhaft erschreckende Aufnahmen vom Pier, die den Terroristen zeigen, der uns als Dante bekannt ist. Also, was wissen wir über diesen Dante? Einige Leute haben sich an die Öffentlichkeit gewandt und die Ermittler haben seine erschreckende Vergangenheit voller Gewalt aufgedeckt. Mhm. Als er gerade einmal 8 Jahre alt war, tötete er die oberste Schwester des St. Lamia Waisenhauses. Bekannte der Frau beschreiben sie als freundliche alte Dame, die sich mit Freude um Kinder gekümmert hatte. Zwischen 11 und 15 Jahren brach er 8-mal aus Jugendhaftanstalten aus. Wobei er häufig brutale und schandhafte Angriffe auf das pflichtbewusste Aufsichtspersonal startete. Im Alter von 16 und 17 war er in Banden, handelte mit Drogen und soll mehr als 12 Leute getötet haben. Mehr als 12. Und noch viel schlimmer. Er trieb sich durch die zwielichtigen Bereiche der Stadt und verbreitete schmutzige Geschlechtskrankheiten unter der Bevölkerung. Und sind das nicht die besten Worte?
Nochmal. Hep. Gegenstände. Haben wir denn noch was? Einen kleinen Lebensstern. Gut. Bam, bam. Und... Okay. Das sind heftige Nachrichten, Bob. Und dann hat er einfach Leute getötet. Nein. Auf einmal sah er mir direkt in die Augen. Es war grässlich. Er hat wahrlich die Augen eines Pädophilen. Ich sah ein Mädchen, das hat total um ihr Leben gebettelt. Aber dann hat er ihr gesagt, dass er sie trotzdem töten würde. Und dann hat er es auch gemacht. Total. Seit dem grauenvollen Anschlag hat sich herausgestellt, dass Dante Teil einer terroristischen Gruppierung ist, die der Orden genannt wird. Ich habe eine Nachricht für diesen Orden. Die ganze Welt sucht nach euch. Jede Kamera an jeder Straßenecke, jeder Polizeibeamte im Land, in der ganzen Welt. Wir werden euch finden. Wir werden euch vernichten. Es ist Mach nur das. Eine Frage der Zeit. Ich bin Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich Und vernichte ich nur Gottes Werk. Bin Dante von Dantes Inferno. Ich unterbreche diese Sendung mit wichtigen Neuigkeiten. Uns wurde gerade berichtet, dass die terroristische Organisation, die für die kürzlichen Anschläge verantwortlich ist, gefunden wurde und im Moment von Sondereinsatzkommandos gestürmt wird. Zwei der Terroristen, die von diesen Bildern bekannt sind, wurden im Versteck entdeckt. Schweine! Ein dritter Terrorist wurde in einem anderen Teil der Stadt in einem zweiten Polizeieinsatz in die Enge getrieben. Meine Damen und Herren! Sie können sich absolut sicher sein. Die Verantwortlichen werden jeden Moment gefasst. Tot oder lebendig. Ich bin Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Fickt euch! Ihr seid umzingelt! Ihr alle! Wir werden euch zerschmettern! Das macht ihr live! Das machen wir live! Ja. Macht das! Okay, da können wir dann nicht ausweichen. Doch noch nicht. Nein, das wirst du nicht, denn Super Saiyajin! So. Aufs Maul. Eilmeldung für dich, Bob. Du bist gefeuert.
Okay. Mach doch ruhig weiter. Du hast eh schon verloren. Aquila, lateinisch für Adler. Zwei blitzschnelle Waffen, deren hohe Reichweite und mitreißende Angriffe bei großen Gruppen schwacher Gegner äußerst zerstören. Okay. Ja. Wir haben mittlerweile 10 Verbesserungen. Nächste Mission. Schauen wir uns im nächsten Part an. Bis gleich.